Hallo, willkommen zurück bei Salon Dark. Der letzte Part war sehr lustig und sehr frustrierend. Und ihr seht, ich habe mir hier ein bisschen schon den Weg freigeräumt, weil mich das also immer genervt hat, wenn wir hin und her gehen, dass das auf dem Boden liegt. Und als ob ich es wusste, dieser scheiß Kamin. Ich meinte noch so, ne, der Kamin und in Gedanken habe ich, glaube ich, gedacht wegen Resident Evil, ne, weil da was versteckt war. Und ich glaube, ich bin da, wo der Schlüssel liegt, 5000 Mal dran vorbeigegangen, aber ich habe es einfach nicht gesehen. Passt auf. War man so halb, man muss wirklich. Ich glaube, ich doch, oder? Ich habe keine Ahnung, vielleicht habe ich das so völlig übersehen. Da ist es! Da! Denke ich mal, dass es da ist. Mann! Zur Hölle! Entschuldigung, aber. Das ist so ätzend. Ich habe mich so auf dieses Zimmer hier versteift, das könnt ihr gar nicht glauben. Ich war kurz davor, dieses Regal hier auseinanderzunehmen. Wirklich, also, es gibt es einfach. Es gibt es einfach nicht. Das ist schon. Eigentlich, wenn man es jetzt weiß, das ist so simpel. Warum? Wisst ihr nicht, ich gucke ja auch noch in diese. Ist egal, ich kriege mich nicht mehr drüber auf. Oh, nicht anzünden. Ich kann auch gerade gar nicht sagen, wie lang. Doch, so 20 Minuten habe ich jetzt gerade bestimmt gesucht. Das ist so bescheuert, ey. Wow. Schlüssel 15. Öffnet einen schließfachen Banktresor. Ich bin ja be bin sehr begeistert. Schauen wir es noch nach Hause? Also, zur Bank besser gesagt. Ich muss mal gucken. Boah, mein Gott. War jetzt wirklich, war, also die halbe Geburt habt ihr gar nicht mitbekommen, weil ich es offline gemacht habe. Meine Güte. Ich esse mal ein bisschen. Doch, das schaffen wir noch nach Hause. Komm, das schaffen wir. Na? Lustiger Wolf? Was denn da hinten eigentlich noch? Ist da irgendwas noch? Annikas Frage. Hauptfrage dieses Spiel. Ist da hinten noch etwas? Ich gehe jetzt mal hier lang. Oh. Oh. Da liegt was, ich will's haben. Ja, ein Schokoriegel. Gott, ich bin gerade heilfroh. Ich war ehrlich gesagt, ich muss ehrlich, wirklich, so ehrlich bin ich, wirklich gestehen, ich war kurz davor nachzuschauen. Wirklich. Das ist so eine kleine Pest heutzutage, dass man alles nachgucken kann. Das ging damals oft nicht so einfach. Da war man froh, wenn ein Lösungsbuch im Spiel mit drinne war. Tatsächlich. Oh, hier geht's ja steil bergab. Oh Gott, Will, übertreib doch gar nicht, wenn irgendwo runterfällt. Überhaupt nicht. Okay, das sind die normalen Krähen. Oh, so hier ein netter Weg, um den Wolf aus dem Weg zu gehen, zumindest. Mann, ich bin jetzt aber auch ein bisschen. Ich bin gerade ein bisschen fertig. Ich glaube, ich. Wird halt auch der letzte Part. Ist immer sehr anstrengend, wenn man so eine sowas dazwischen hat, wo man dann noch offline was machen muss. Meine Güte. Und ich bin bestimmt wieder die Einzige, die sich so blöd angestellt hat. Na gut. Ich bin jetzt sehr gespannt, was in dem Bankschließfach drin ist. Was die Omi so aus dem Konzept bringt. So. Sofort. Kommst gleich was zu essen, Will? Warte, einen Moment. Ich wette, uns erwischt hier irgendwann noch der Wolf. So wie ich hier rumrenne. Ohne Wenn und Aber. Das Reh liegt da immer noch. Okay.
Ich glaube aber kaum, das ist bestimmt total zerfressen. Das kann man dann meistens ja gar nicht mehr auseinandernehmen. Ich habe gerade so eine gefühlsmäßig, bin gerade irgendwie so, dadurch, dass ich gerade so lange suchen musste und immer noch sehr erheitert durch den Wolf, unseren Disco-Wolf. Oh Gott. Schön. Ah, schön, einfach nur schön. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Leg mal diese Waffe weg, Will. Brauchen wir jetzt nicht hier. Wir haben andere Probleme. So, Nummer 15. Da fehlt uns der letzte Schlüssel. Der liegt bestimmt irgendwo da hinten. Bei den Autos. Ich will gar nicht wissen, was hier drin ist. Bankschließfach der Grauen Mutter. Ein Schließfach, das du... Das den gestohlenen Gegenstand der Grauen Mutter. Okay. Okay. So. Dann müssen wir jetzt zur Mutti. Zur Mutti. Also zur Grauen Mutter, zur Omi. Also das Spiel nimmt einen, wenn man es linear spielt, schon an die Hand. Also man kommt schon irgendwie fast überall hin. Schon allein der Quest wegen. Und dann gehen wir immer die Kassette. Muss ich mich ausblenden? Did you find it? Here's the safety deposit box from the bank. I still don't understand. Shh. Give me the box. You sent me to steal jewelry for you? You said this would help me find her. Have faith, outsider. It will. Do one last thing for me, and then I will tell you what you need to know. I'm finished with this. I'll find my own way out of here. Then you will die like the others. Just one more task for Grey Mother. Man who fell from the sky. Oh man. And then you'll get the answers you need. Will ist verständlicherweise sehr sauer. Das ist ja schon du Erpresser, Omi. Da war Schmuck drin. Wahrscheinlich war es ihr Schmuck und er wurde geklaut von Herrn Barker. Aber woher weiß sie das denn dann alles? Oh, guck mal. Die trocknen sehr schnell, ne? Woher weiß sie oder wusste sie das? Was sollen wir denn jetzt noch machen? Jetzt müssen wir mit ihr reden? Wie? Was? Wo? Hä? Eine letzte Sache. Na, die wäre? What's this last thing you need from me? Right or wrong from the past, outsider. That's all I ask. How can I do that? Take these pearls to Lily. Lily? Lily? Ich wusste es. Ich wusste es. Wenn ich keine Schlüssel finden kann, aber Zusammenhänge, kann ich manchmal... Ich dachte die ganze Zeit, du sprichst von meiner Freundin. Das ist bestimmt Lily. Wer ist Lily? Du findest sie auf dem Friedhof. Dem Friedhof? Bei der Kirche? Oh nein. Du musst auf dem Weg in die Stadt daran vorbeigekommen sein. Stimmt, da sind ja zwei Gräber. Warum sollte sie bei der Kirche auf mich warten? Das ergibt doch keinen Sinn. Du findest sie dort und deine Antworten. Warum sollte ich diese Perlen von der Bank stehlen? Nicht von der Bank. Vom Bauern, Barker. Der Bauer ist weg. Also hat er sich mit den anderen Feiglingen aus dem Staub gemacht? Nein, er ist tot. Sieht aus, als hätten die Wölfe ihn erwischt. Und so endet es also. Okay, ich hoffe nur, dass mir das dabei hilft, meine Freundin zu finden. Sicherlich, die gibt dir dann ein Seil und dann können wir wegklettern. I'd eat anything right about now. Okay. Wir müssen... Finde Lillys Grabstein und bewahre das Andenken an sie. Das
konnte ich mir schon denken, dass wir das hier machen sollen. Ach du meine Güte. Na dann, auf jetzt zu Lillys Grabstein. Nicht heute mehr. Natürlich nicht. Wir gehen jetzt mal schlafen. Will es tatsächlich auch mal irgendwie müde. Ich schlafe jetzt mal ohne Essen und dann mit Essen. Oh Mann. Wer weiß, wie Lilly gestorben ist. Ist das ihr... Ist das ihre Tochter oder ihre Enkeltochter? Das würde mich auch mal interessieren. Ach Mensch, die arme Omi, ey. Und die ist so alleine. Es fehlt aber immer noch ein Schlüssel, wollte ich nur mal erwähnen. Ein vierter. Ein vierter Schlüssel fehlt uns. Und Essen fehlt uns auch irgendwie. Ich hoffe, wir kommen da wieder so gut hin zur Kirche. Na komm, eine Stunde können wir noch. Kam ja auch so eine Melodie, ne? Als wir bei den Gräbern waren. So. Na dann. I've never been so hungry in my life. Ich muss nur noch mal schnell Wasser machen, Will. Ich hoffe, es ist okay. Aber ja, das mit dem Hunger jetzt. Aber wie gesagt, also. Wir haben noch Hasen immer überall. Wir werden jetzt nicht verhungern, keine Angst. Da hatte ich schon schlimme Situationen in so Long Dark. Ich hoffe nur, das Wetter ist gut. Ist die Voraussetzung, dass wir jetzt dahin können, dass das Wetter gut ist. Oh Mann, der Schlüssel. In der Urne. Parker in der Urne. Ist das vielleicht Lillys Urne gewesen? Aber wo ist sie dann bei Barker? Seltsam. Den Zusammenhang kriege ich noch nicht so ganz zusammen. Ich hoffe, ich habe nachgeladen vom letzten Mal. Ich hoffe, ich hoffe. Geh einfach mal über die Brücke rüber. Ganz mutig. Wird schon. Oh, da ist ein Wolf. Ganz mutig. Wird schon. Frage, wie ich laufe am besten. Laufe ich lieber hier hinten lang? Ich sehe gerade noch nicht so ganz, wie der Wolf läuft. Oh Gott, hier liegt ja wirklich unglaublich viel Holz, ne? Einfach so rum. Ja, tatsächlich. Cool. Wenn nicht, müssen wir uns wieder in die Kirche reinretten. Erstmal. Hauptsache, wir kommen da erstmal hin. Da unten steht doch, glaube ich, noch ein Van, ne? Den wir noch nicht durchsucht haben. Ach, hier ist noch ein Friedhof. Oh, oh, oh. Ha!
Oh, oh. Oh. Das... Ja, okay. Oh, wartet, entschuldigt. Ich habe mich vergessen einzublenden. Jetzt erklärt es, warum da die Urne stand bei dem bei Barker, weil es Lilith Barker ist. Das ist ihre Oma. Emily Camp. Jessica Roy. Ich dachte ja, die meint, wir meinen die Gräber da, ne? Ah. Where can I find something to eat? Neuer Ort entdeckt, Friedhof. Mein Gott, ach Mensch, ey. Die Musik dazu. Ich war gerade völlig perplex. Da ist ja auch noch ein Auto. Ich habe immer noch die Hoffnung, was in den Autos zu finden. Oh, und der Nebel, der ist so schrecklich. Guck meine an. Da ist sogar noch was drin. Das Spiel ist wirklich sehr nett. Ich glaube, das hole ich mir und mache mir in der Kirche zurecht. Aber erstmal gehen wir in das Fahrzeug. Hier waren wir nämlich noch gar nicht drin. Oh. Oh. Ja, die wären sehr praktische Wesen gegen die Wölfe. Das stimmt. Das ist richtig. Ach Mann, ey. Jetzt müsste man mal nur wissen, wie die Zusammenhänge sind. Wer ist Lilith? Also, ja. Und war es die Tochter von Herrn Barker? Und warum hat sich die Omi so zerstritten mit ihm? Und so eine Sachen halt. Was haben wir hier? Geht einen wirklich auf den Sack. Mache ich schon wieder völlig Kamikaze, ohne drüber nachzudenken. Ist gefährlich, was ich hier gerade mache. Macht das bloß nicht. Ihr gewöhnt euch nicht diese Spielweise im Sandbox an. Die ist nicht gut. Die mache ich nur hier. Also die mache ich auch gerne mal im Sandbox, aber... Dann meist mit nicht so guten Folgen. Hallo Kirche! Hatten schon lange nicht mehr das Vergnügen, hä? So, ich hoffe, wir hatten aber ein Zedernholz und hier ist noch ein Brett. Das können wir jetzt sogar auseinandernehmen, weil wir einen Ball jetzt endlich haben. Dann machen wir uns mal ein Feuerchen. Einfach. Um unsere Kalorien ein bisschen aufzustocken. Come on. Come on. Und dann habe ich auch immer noch gespannt, was. Ich denke mal, sie wird uns jetzt ein Seil geben oder sagt uns, wo wir das Seil finden können. Anders kommen wir ja da gar nicht runter oder weg. Aber was macht Omi? Oder ist das vielleicht sogar ihre Tochter, Frau Barker? Ich weiß es nicht. Lilith Barker. Und irgendeiner von den Barkers hat aber Dreck am Stecken. Er stand halt mit auf der Gefangenenliste, wenn er das wirklich war. Also. Kann ja auch jemand anderes. Zufällig kann es ja auch ein Barker gewesen oder der Name Barker gewesen sein, aber. Naja, ob man da an den Zufall glauben soll, weiß ich nicht. 180. Eigentlich können wir beide gleich essen. Und wir haben schon wieder ein Rehfell. Wow. Dann. Wir können jetzt den Rest noch ausnutzen. Ja, den können wir nochmal kurz ausnutzen für Wasser. Und dann geht's doch wieder schon zurück. Das Wetter jetzt nicht super schlimm ist, könnte man vielleicht noch überlegen, hinter nochmal auf den Sumpf zu gehen und dort Rohrkolben zu sammeln.
was wir essen haben? Hm. Hm. Oh. Das Wetter ist nicht sehr gut dafür. Das Wetter ist ja bescheiden. Da sieht man nämlich nichts. Schon gar nicht Wölfe, die hier irgendwo rumlauern. Wahrscheinlich eher nicht hier, weil hier gerade Hasen sind, aber da sind Rohrkolben. Die ich gerne nehme. Vielleicht lichtet sich in der Zeit das Wetter. Oh Gott, diese Waffe. Ja, nee, das ist gar nicht nervig. Das ist auch so ein Wetter, wo man sich mal ganz schnell verläuft. Wie die Omi schon meinte. Da kann man sich selbst vor seinem eigenen Haus... Oh Gott, diese... Die Waffe ist wirklich toll. Ich mache mir gerade jetzt die Arbeit, weil wir brauchen es. Das Reh hat sich gerade leicht verfangen, ha? Huh? Hallo? Na? Stehen hier so viele Rohrkolben rum. Meine Herren. Meine Herren. Gut für uns. Oh, das Wetter ist... Das ist wirklich kacke. Ich glaube, ich lege mich mal kurz hin und warte ab, dass der Nebel weggeht. Weil so verlaufe ich mich sehr, sehr schnell und laufe einem Wolf in die Arme. Ich habe gar keine Lust drauf. Ihr wollt mal den Deathcounter schön niedrig halten. Ich finde es halt wirklich schade. Ich weiß nicht, ob ich das... Damals, wenn damals so ein Wetter war, so ein... Ja, wenn Sturm oder so ein richtig krasser Nebel, so wie jetzt war, gab es immer die drei Fragezeichen. Also da war das Wetter oben noch anders angezeigt und dann gab es ja diese Fragezeichen dafür. Jetzt haben wir halt nur eine Anzeige, ob es Tag oder Nacht ist. An sich sehr realistisch gehalten. Aber irgendwie finde ich es schade. Ich weiß nicht, ich vermisse das so ein bisschen. Auch halt, dass man extra so in dieses Menü hier rein muss. Irgendwie. In das da. Um zu sehen, wie viel Grad gerade sind und alles. Das wurde einem sonst ja auch immer mit angezeigt. Naja. So ist das. Aber ich vermisse wirklich die drei Fragezeichen vermisse ich sehr da oben. Hm. Jetzt langsam könntest du mal weggehen, Nebel. Ich würde gerne nochmal nach Hause oder zu Omi. Das wäre mir sehr lieb. Meistens am späten Long Dark Nachmittag geht's ja... Ja, okay, das... finde ich schon besser, muss ich sagen. Ich hätte gerne den Schock auf jeden Fall noch. Ich glaube, den kann ich sogar durchsuchen ohne. Ich glaube, in denen waren wir noch nicht, oder? Ach doch, hier waren wir schon. Hier waren wir tatsächlich schon. Gehe ich mal wieder oben lang. Der war gar nicht so schlecht, der Weg. Oh Gott, wenn wir ein Seil bekommen, ne? Oh.
Seil heißt 5 Kilo mit sich rumschleppen. Uiuiui. Uiuiui. Das wird ein Spaß. Wo ist denn der Schlawiner? Ich sehe ihn gerade nicht. Da hinten. Naja, da sollte uns eigentlich nichts tun. Hoffe ich. Herr Wolf, bleiben Sie dort, wo Sie sind. Ja, ja, der tubbelt da lang. Soll er machen. Soll er machen. Ein paar Stöckchen können wir auch hier brauchen. Sollte ich vielleicht nicht gerade jetzt hier einsammeln, aber... Ich glaube, ich nehme da noch das Holz mit. Es ist, am Anfang waren hier 3 Wölfe. Jetzt ist nur noch einer. Dieser Wolf-Spawn-Verhalten ist auch immer sehr merkwürdig. Das ist Tanne, ne? Ja. Dann... Oh Gott, also wir brauchen den Seil, anders kommen wir da nicht runter. Oh, ich brauche mal 5 Kilo. Weil es heißt ja, wenn wir da runter müssen, dass wir hier wegkommen aus Milton. Und dann muss ich halt tatsächlich anfangen... Oh, ich gehe mal da hinten hin. Da waren wir, glaube ich, noch nicht. Dann heißt das für mich, ich muss Sachen sortieren und gucken, was ich mitnehme. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir einfach so wieder hoch können. Ich weiß nicht, warum ich mir das nicht... Oh. Schön. Hier ist zwar nichts, aber schön. Um Gottes Willen, was nehme ich denn mit? Pff. Ist alles wichtig. Schon die Pelze und alles. Oh. Wir können die auch noch nicht sozusagen umtauschen in was Nützlichem, weil wir noch gar nicht die Blaupausen für eine Rehlederhose oder... Rehlederstiefel haben. Ist gut. Ist ja wirklich schön. Dann es könnte ja doch in dem Reh noch was drin sein, ne? Wenn in dem anderen auch was drin war. Na, jetzt gehe ich erstmal zu Omi und erzähle ihr, dass ich bei Lilith war. So, muss ich mich gleich wegschalten oder erst später? Lily was your daughter. Oh, doch, die Tochter. You have a good heart, Mackenzie. You see things others would miss. But the name, Lily Barker, related to the farmer? You said they were liars and cheats. The years have made me angry. Lily was my daughter. Our daughter. I am also a Barker. The farmer was my husband. You lived apart. Yes. Our Lily died climbing. Ach du meine Güte. She wanted to summit all the peaks on Great Bear. She was young, already very talented. One day she went out alone. I said no, but he said yes. Let her go. She needs to face it alone. So she faced it alone. And fell. I never forgave him. And the pearls? They were my mother's. I gave them to Lily on her 16th birthday, the year she died. I wanted the pearls buried with her, but her father wanted to keep them to remember her. We fought bitterly and never spoke again. Losing a child is... like losing your own life. But now, maybe you can save your friend. And Lily's death doesn't have to be for nothing. How? Take this key. Upstairs, in my Lily's old room, is a trunk with her old climbing things. Take the rope
and the map. Follow Lily's path and you'll find the back way through the mountains. It's the only way to find the route to Perseverance Mills. I hope you find her. Thank you. What will you do? I'm content to sit here and think of my Lily resting with her favorite pearls. You've done a lot for me, Mackenzie. I won't forget about you. I'll try to come back. Or I'll send help for you. There's bound to be someone out there who can help. My journey is finished. But yours is only beginning. Go. Go and don't think of Grey Mother or Milton. We're of the old world now. The new world is for the strong to survive. Noch Mensch. Oh. Tut mir schon ein bisschen leid, ne? Also was, ihre Tochter? Sie wirkt so alt, ne? Warum sie blind ist, wissen wir auch gar nicht. Die ist mit 16 beim Klettern gestorben und dann gab es natürlich den großen Clinch, weil Papa hat gesagt, ja, Mutti, nein. Und Papa sagt, wir behalten die Perlen, Mutti sagt, nein. Und jetzt liegt Papa tot in der Scheune. Eieiei. Und deswegen hat sie ihn als Dieb und Lügner bezeichnet. Eieiei. Ist immer noch die Frage, wer auf dieser Gefängnisliste draufsteht, ne? Oh Mann. Und wir, warte, wir gucken uns mal oben nochmal das Foto an. Wir müssen jetzt mit der Kletterausrüstung dann klettern gehen, natürlich. Das sind sie wahrscheinlich beide. Wir haben jetzt den Schlüssel für Lillys Zimmer bekommen und da liegt die Kletterrüstung drin. Wo ist denn das Zimmer? Ach, da. Oh. Ein altes Familienfoto. Das ist dann Herr Barker, der da hinten tot in der Scheune liegt. Eieiei. Und da ist die Kiste. Ah, aber diese Kiste öffne mir dann erst. Oh, guck mal hier. Jetzt ergibt das alles auch ein bisschen mehr einen Sinn, ne? Diese Kiste öffne mir dann erst im nächsten Part. Und dann habe ich so ja fast sogar schon die Vermutung, dass diese Episode gar nicht mehr so lange geht. Und, oh Gott, ich weiß nicht, was ich mitnehmen soll, ne? Ha, super, schön. Freue ich mich jetzt schon auf Sortieren. Damit danke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Vielen Dank, bis dann. Tschüss. This is me against the world.